Ja, der heilige Martin brachte viel Licht in die dunkle Zeit. Und darum erinnern wir uns bis heute mit Laternenzügen an ihn. Und wodurch hat Martin so geleuchtet? Natürlich durch seine guten Taten. Denn obwohl er eigentlich Soldat war, wollte er sich lieber um die Armen und die Schwachen kümmern. Als Soldat hatte man früher selbstverständlich auch ein stolzes Pferd. Ich möchte mich dafür ganz besonders bei Maike Lohmann bedanken, dass sie heute mit ihrem Pferd Snides dabei ist. Maike, herzlichen Dank. Der heilige Martin ritt mit seinem Pferd und seinem prunkvollen Mantel zum Stadttor hinaus, als er einen armen Mann traf, der keine Kleider hatte. Martin nahm daraufhin sein Schwert in die Hand und teilte seinen Mantel mit dem Bettler. Diese Geschichte wird im Anschluss des Laternenumzugs hier auf der Treppe vorgeführt. Nach dem Spiel werden dann die Stutenkerle verteilt. Ich würde sagen, wir beginnen nun mit dem Umzug. Als erstes wird die Feuerwehr vorausgehen, dann das Pferd mit dem stolzen Reiter, Kinder mit den Laternen und dann die Musikkapelle. Zum Singen, die Musikkapelle fängt jetzt an, das Lied einmal durchzuspielen, dann singen wir eine Strophe, dann spielt wer die Musik, also immer im Wechsel. Ich würde sagen, los geht's. Er hatte ein großes Reich und viele Soldaten. Einer von ihnen war der Offizier Martin in Frankreich. Es ist eine sehr kalte Novembernacht im Jahr 138. Der Winter ist lang und hart und die Menschen frieren. Vor den Toren der französischen Stadt Amiens fleht ein armer Mann die vorbeieilenden Menschen um Hilfe an. Er ist nur in einen Sack gekleidet und droht zu erfrieren. Hey du, Alter, was lungerst ihr vor dem Stadttor rum und bettelst die erbarmen Bürger an? Ich beobachte dich schon seit Stunden. Mach, dass du weiterkommst. Geh nach Hause und setz dich an den warmen Ofen. Es wird schon dunkel. Ach, es ist bitterkalt. Oh, helft mir doch. Kein Wunder, dass du frierst, wenn du so zerlumpt herumläufst bei Wind und Eis. Ich habe kein Haus und auch keinen Ofen. Und ich habe auch keine andere Kleidung. Das sagt eure Sorte alle, ihr Bettelpack. Los, Alter, steh auf, nun geh schon. Hörst du nicht? Da kommt ein römischer Soldat. Das ist ein Offizier. Er ist nicht alleine, ihn begleiten noch zwei andere Soldaten. Die werden wir schon beide machen. Ja. Oh Herr, habt Erbarmen, helfen Sie mir doch. Ich friere so fürchterlich. Die Kälte bringt mich um. Mach Platz für den Hauptmann. Und bettle nicht deine eigenen Mitbürger an. Nun mach schon. Männer, lasst den armen Mann in Ruhe. Ihr seht doch, dass er sich kaum noch auf den Beinen halten kann, weil ihr so grob zu ihm seid. Der verdient es auch nicht anders in diesem Aufzug.
Ach, wie soll ich dir nur helfen? Meine Geldbörse ist leer und zu essen habe ich auch nichts bei mir. Da siehst du es, Alter. Wir haben nichts und geben dir auch nichts. Komm, Martin, lass ihn doch. Ich kann nicht. Du hast doch selber nichts mehr. Alles gibst du immer weg. Jetzt komm, es wird Nacht. Kameraden, soll ich den Armen erfrieren lassen? Ach, ist doch egal. Dem kräht kein Haar nach. Ja, um den ist es nicht schade. Wirklich nicht, diese Stadtplage. Ist sowieso nur eine Last. Doch Martin schüttelt den Kopf. Er ist fest entschlossen, dem armen Mann zu helfen. Er nimmt seinen Umhang ab. Zerteilt ihn mit seinem Schwert. Und hüllt den armen Mann darin ein. Die anderen sind empört und schütteln den Kopf. Ich will nicht schuld daran sein, dass du die Nacht nicht überlebst. Sollen die anderen wegschauen? Ich kann und will es nicht. Danke, Herr. Tausend Dank. Du bist so gütig. Gott segne dich. Martin legt sich die andere Hälfte des Umhangs wieder um. Und geht mit seinen Soldaten weiter. Die Bürger lachen verächtlich über Martin. Doch der Stadtwächter ist nachdenklich geworden und schickt sie weiter. In der darauffolgenden Nacht hat Martin einen Traum. Jesus kommt zu ihm. Zuerst fürchtet sich Martin, doch aber dann erkennt er den halben Mantel, den Jesus trägt. Es ist der Mantel, den er den armen Mann gegeben hatte. Jesus sagte, ich war nackt, aber du hast mich in diesen Mantel gehüllt und mein Leben gerettet. Nach diesem Traum wollte Martin kein Soldat für den Kaiser mehr sein. Er wollte nur noch ein Diener Gottes sein. Er ließ sich taufen und wurde später sogar ein berühmter Bischof. Sein ganzes Leben lang hat er den Armen geholfen. Ja, ich darf mich bei euch natürlich auch ganz herzlich bedanken bei diesem tollen Spiel. Ich denke, das habt ihr so authentisch rübergebracht. Selbst die Kleinsten haben da verstanden, um was es da überhaupt geht. Um Nächstenliebe, den Mitmenschen immer zu helfen. Ich denke, das habt ihr ganz toll gemacht. Und wir haben natürlich auch eine kleine Überraschung für euch. Ein kleines Geschenk. Ich möchte euch dann auch einmal ganz gerne noch einmal vorstellen. Und zwar ist das der Ben Kürzel. Wo ist er? Ben? Da. Marie Wulff. Maximilian Wigge. Lilly Abramowitsch. Finn Abramowitsch. Nele Lampe, Leon Schröder, Johanna Voss. Ja, und danken möchte ich natürlich auch Maike Lohmann, dass sie heute mit ihrem Pferd Snides dieses Spiel dann doch sehr authentisch rübergebracht hat. Maike, wo bist du? Herzlichen Dank dafür. Ich denke jetzt nochmal allen einen großen Applaus. Ich hätte fast vergessen, unser Pferd Snides
hat natürlich auch eine kleine Belohnung verdient. Wisst ihr denn, was ein Pferd so gerne isst? Karotten. Hören höre ich. Äpfel. Was? Ich habe hier eine Möhre. Habt ihr schon ganz gut erraten. Ich würde sagen, Maike, das warst du mal. Ja. Achso, ich habe jetzt natürlich noch die beiden vergessen, die dieses Spiel überhaupt geplant und organisiert haben. Bei Christel Schröder. Herzlichen Dank. Und Silvia Kürzel. Herzlichen Dank dafür. So, jetzt habe ich noch eine kleine Sache. Ich möchte auf unsere Spendenbox bei der Getränkausgabe hinweisen. Die Stadt Lichtenau ruft zu einer öffentlichen Spendenaktion zugunsten der von der Hochwasserkatastrophe betroffenen Gemeinde Blankenheim im Kreis Euskirchen auf. Die Spenden sollen gezielt Kindern und Jugendlichen durch den Wiederaufbau von Spielplätzen zugutekommen. Jede noch so kleine Spende ist enorm wichtig, dass die Kinder und die Jugendlichen in den Hochwassergebieten eine neue Perspektive bekommen und dass man ihnen die Lebensfreude wiedergibt. Ich denke, das ist dass wir ihnen einen kleinen Beitrag dazu geben können. Ich lade euch nun ein bisschen hier noch zu verweilen. Wir haben warme Getränke, wir haben einen kleinen Imbiss vorbereitet. Bleibt noch ein wenig hier. Es werden jetzt die Stutenkerle verteilt. Ich darf die Musik noch einmal bitten, das St. Martinslied zu spielen, dass alle noch einmal kräftig mitsingen. Und dann könnt ihr euch die Stutenkerle da vorne bei den Tischen abholen. Natürlich gegen eine Wertmarke. Ich wünsche uns allen noch einen schönen Abend hier. Das ist aber schön. Das geht noch, kommt. Aber wir sind nur vier Stunden. Ich kann nicht alles zahlen.